Willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel aus der Eredivisie. Herrenweh gegen PSV Eindhoven. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Die Gäste sind über die bisherige Saison gesehen die Mannschaft mit der besten Defensive. Die Abwehr ist ihre große Stärke, ein ums andere Mal. Das macht sie so erfolgreich, das nutzen sie natürlich aus. Gegner haben schon fast Angst, gegen diese Defensive antreten zu müssen. Das wird auch heute in diesem Auswärtsspiel nicht anders sein. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen. Ne? Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann Umschall. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Und da sehen wir, wie Eindhoven das Ding heute angehen will. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Aber jetzt bekommen sie den Freistoß, doch noch Vorteil abgepfiffen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Guter Pass. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Luc De Jong. Luc De Jong. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Ballgewinn, gefährliche Position. Flanke kommt rein. Die Parade bei diesem Kopfball, echte Torgefahr, sieht anders aus. Absolut, Wolf, war doch eher ungefährlich. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Tolles Zuspiel. Ganz konsequent, Ball ist weg. Max. Luc De Jong. Fängt diesen Ball ab. Muss er runter. Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Gefährlich. Da passt der Klasse auf. Na, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Und da musste er auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Ecke kommt in die Mitte. Sie bekommen den Ball nicht weg. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke.
Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Vielleicht der Ausgleich. Den blockt er wieder super. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Klasse durchgesetzt. Jetzt ist er durch. Das muss es sein. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Oh, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihn wohl doch zu schaffen. Exzellentes Zweikampfverhalten. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Ist das der Anschlusstreffer? Gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende. Ja, dann auch nicht. Van Ginkel. Da sehen wir De Jong. Außen ist Platz. Luc De Jong. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Sie werden hier wechseln. Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste in Führung. Es deutet viel auf einen Sieg hin in dieser Partie. Der Vorsprung, ja, sind wir ehrlich, recht deutlich. Und sie spielen souverän, machen vieles richtig und haben einen zusätzlichen Trumpf in der Hinterhand. Und das ist die beste Defensive. Lassen generell unglaublich wenig Tore zu. Und wenn sie hier fokussiert bleiben, dann gibt das einen Sieg. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Guter Pass. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Gefährlich. Da passt der Klasse auf. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht. Eindhoven geht's mit der Führung Ende zweiten Abschnitt. Mal sehen, wie das Team jetzt wieder ins Spiel reinkommt. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Gute Chance. Sie versuchen viel, um hier wieder ins Spiel reinzukommen. Aber diese Chance können sie nicht nutzen. Und man spürt, da geht vielleicht noch was. Madueke. Da ist der Ball weg. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Luc De Jong. Schön durchgesetzt. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Der Ball kommt rein. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Die Chance, gut abgeblockt. Er holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Jetzt die Ecke. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben.
gelegt. Schön dazwischen wieder. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Im Moment haben sie den Ballbesitz nicht. Gegenangriff erstmal. Oh, viel Platz jetzt. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für sie drin. Ganz allein läuft er da am Ende aufs Tor zu. Kein Problem, das macht er ganz abgeklärt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihn wohl doch zu schaffen. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stehen. Parade kommt aber weiter Gefahr. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Luc de Jong. Da ist die Chance. Und mit dem Tor sind sie nun mit 2 in vorne. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Flanke an den kurzen Pfosten. Können Sie jetzt klären? War dann doch zu halbherzig. Und es bleiben noch 5 Minuten. Das könnte die Gelegenheit geben. Die Chance lebt noch. So, Deckel drauf. Mit diesem Tor war es das für heute. Jetzt kann Ihnen diesen Sieg keiner mehr nehmen. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Den fangen sie ab. Jetzt schießt er. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben heute also gewonnen. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend.
Es ist keine echte Überraschung, auf wen wir in diesem Spiel ganz besonders achten sollten. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zeigen ja, da muss jeder Abwehr hellwach sein. Gleich geht's hier los. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Die Vorrunde der Europa League ist unterwegs. Heute erleben wir hier also ein Gruppenspiel. Das wird mit Sicherheit ein Riesenspiel. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. UEFA Europa League, Gruppenspiel, Spielabschnitt 1, los geht's! Da zieht er ab. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Gut gemacht, gutes Tackling. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Er versucht's. Das Ding müssen sie machen. Es bleibt bei 0:0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Ja, geht gut dazwischen. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Äußerst treffsicher ist er im Moment. 4-mal hat er in den letzten 3 Spielen zugeschlagen. Heute wird er nachlegen wollen. Luc de Jong. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Da schießt er. Klasse gemacht. Stark geblockt. Fahndes Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui. Das war hauchdünn. Pass wird abgefangen. Mauro Junior. Luc de Jong. Schöner Pass jetzt. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Gute Schusstechnik, aber der Ball geht knapp übers Tor. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Ja, er verliert den Ball. Könnte die Führung werden. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch vorne. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ganz energisch.
Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Und sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag, zwei Tore sind sie vorne. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Luc De Jong. Guter Steilpass hier, macht er gut. Und da verlieren sie den Ball. Wir sind in der Schlussphase dieser ersten Hälfte. Die Gastgeber führen deutlich. Zwei Tore Führung, es läuft. Man sieht immer wieder, sie sind diesen Tick schneller, kreativer, gefährlicher. Also es deutet alles auf einen Sieg hin. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Madueke. Da sehen wir De Jong. Das muss es fast sein. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. So, Pausenpfiff, das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Luc De Jong ist richtig gut drauf heute. Da klappt fast alles. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. UEFA. Jetzt gehen wir wieder rein in dieses Gruppenspiel der UEFA Europa League. Viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Luc De Jong. Er geht schön dazwischen. Auf Außen ist Platz. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Santini. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt in die Mitte. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Luc De Jong. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Das muss es sein. Da passt der Torhüter auf. Die Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Da geht er vorbei. Jetzt kommt die Flanke. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. So langsam wird es gefährlich. Wichtiges Tackling hier. Gemayli. Santini.
Klasse Chance jetzt. Gehalten, da zeigt er sein Können. Ecke in die Mitte. Gefahr bereinigt. Da ist die Flanke. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegung. Moment, jetzt können es gleich krachen. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Sie werden hier wechseln. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung. Also das Ding ist durch. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein Sensationsspiel. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Jetzt bin ich gespannt, wie er entscheidet. Gibt keine Karte, aber noch so ein Ding darf er sich nicht erlauben. Sie wechseln jetzt. Latte! Aber der Ball ist so heiß. Und jetzt ist diese Szene beendet. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Gutes Tackling. Fair gemacht. Und er hat den Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Ball kommt flach. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Er macht zu. Luc de Jong. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Klarer Sieg also am Ende. Spannung, naja, das sieht dann doch anders aus. Das war eine echte Demonstration.